Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Lumo. Ich begrüße euch einmal mehr zu einem weiteren Part mit unserem charmanten, liebevollen, allerdings auch sehr schweigsamen und namenlosen Helden. Und wie schon angekündigt im letzten Part, habe ich mir jetzt einen Kaffee geholt, in der Hoffnung, dass er mir die Erleuchtung bringen möge. Falls ihr euch erinnert, wir brauchen ein Ventil, aus welchen Gründen auch immer. Nein, also wir brauchen ein Ventil, um weiterzukommen. Das Problem ist, ich finde das Ventil nicht, aber ich habe jetzt eine Idee. Ich gucke jetzt mal was. Ich versuche etwas zu erblicken. Aber ich kann es leider nicht sehen. Denn draußen hatte ich das Gefühl, dass bei dem Balken, bei dem es dann weiterging, da ist ständig irgendwie so ein bisschen Sand runtergerieselt, aber ich kann das jetzt hier leider nicht sehen. Habe ich eigentlich... Moment, bin ich... Oh Gott, bin ich bescheuert. Wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dann bin ich echt... Dann bin ich sowas von hochgradig bescheuert. Bin ich... Oh Gott, bin ich dumm. Man sieht sogar... Hier, diese... Nee, Moment. Diese Holzdingens. Seht ihr das? Unter mir, genau unter mir, die Holzplanke. Das Brett, das da angenagelt ist quasi. Oh. Ah, bin ich doof. So, jetzt heißt es nur noch. Ja, nur noch. Okay. Alles gut. So. Haha. Sehr schön. Fortschritt. Ja, seht ihr? Kaffee hilft, ja. Genau. Aber nicht mit der deutschen Sprache. So. Und auch nicht mit dem Orientierungssinn. Wo war denn das jetzt noch? Mit dieser... nee. Wo war denn das jetzt mit dieser Mine und der Lore und so? Hier? Nee, hä? War das ganz draußen? Ich dachte... Ach, das war hier, ne? Ist ja auch schon 15 Minuten her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja, hier war's. Okay. So, jetzt aber, ne? Ach so, ja. Ich vergaß, ich muss ja erstmal hier... So. Und los geht's. Oh, ist ja cool. Dazu diese funky Disco... Oh! Disco-Mucke. Ich hab... Oh. Ah, es ist super. Ah, es ist herrlich. Nee, ich hab nichts verpasst. Das war nur... Ich glaube, das war nur eine Fackel, die ich als Gegenstand gesehen habe. Ist das toll. Oh, bitte mehr davon. Ich glaube, jetzt habe ich... Irgendwas habe ich jetzt eingesammelt. Oh, kann ich auch die Spur wechseln? Kann ich, muss ich auch. Ah, das ist ja super. Das ist ja super. Warum? Irgendwie will er da nicht so. Ich glaube, ich drücke zu spät, aber ich will ja auch die Münze. Das ist mein Problem. Warum? Oder muss ich... Ah. Ha! Boah, das ist aber auch ganz, ganz gut tricky, muss ich sagen. Man muss schon relativ... Ah, und dann wieder zurücklegen. Oh Gott, um Himmels Willen. Das hat ja schon Ausmaße von Ben und Ed. Okay. Oh nee! Was mache ich denn? Ach, das war ein Speicherpunkt. Das ist schön. Jetzt weiß ich auch. Ich dachte immer, das wäre irgendwie so ein Secret, das ich eingesammelt habe. Aber das ist nur ein Speicherpunkt. Alles klar. Ach, ist das super. Ich feiere das gerade total. Ich mag das. Okay, ich meine, irgendwann darf auch mal Schluss sein, aber... Na, es passt schon noch. Ein paar Meter fahre ich noch. Ich frage mich, ob ich die Münzen dann... Ah, irgendwann auch verwenden kann. Oh, schade, ich glaube, da wäre der nächste Speicherpunkt auch gewesen, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, man will halt jede Münze, ne? Also ich zumindest. Eieieiei. Es
könnten ein, zwei Speicherpunkte mehr sein. Hätte ich nichts gegen. Jetzt hätte ich beinahe die Münze verpasst hier. Ich sollte die Münzen eigentlich, glaube ich, links liegen lassen, aber das kann ich nicht. Das halte ich nicht aus. Da kriege ich die Krise. Tut mir leid. Da müsst ihr durch. Oder auch nicht. Ihr könnt ja jederzeit das Ding ausschalten. Okay, jetzt aber Speicherpunkt wäre jetzt schon mal wieder ganz... Oh, ich bin ja auch so blöd. Ich bin so blöd. Ich dachte gar nichts. Nee, ich dachte tatsächlich, ich könnte da auf derselben Schiene bleiben. Konnte ich natürlich nicht. Aber ist auch ein ziemlich langes Stück jetzt hier. Ohne Speicherpunkt. Boah, wie alter! Ja, jetzt wird's aber langsam schon ein bisschen knifflig, ne? Und immer noch kein Speicherpunkt. Ich glaube, ich muss doch die ein oder andere Münze links liegen lassen. Aber ich will das nicht! Ich will sie alle! Ich fang sie alle! Hab ich ja nie gespielt. Also erst irgendwie alle zwei Meter ein Checkpoint gefühlt und jetzt, ja, nö, haben wir nicht mehr, ist aus. Boah, ich dachte schon, das wäre zu früh gewesen. Hat ja auch ein bisschen den Anschein, ne? Boah, die ist so schwierig, weil ich vergesse immer auf die. Also was heißt immer, das war jetzt erst zum zweiten Mal, glaube ich. Aber die ist genau irgendwie so blöd hinter dem Pfosten, dass ich die so spät sehe, dass ich dann noch reagieren möchte. Aber natürlich das Ganze schon viel, viel zu spät ist. Und das ist halt doch so ein Fehler hier, ne? Ja. Adios. Ah ja, stimmt, ich kann ja jederzeit darüber hüpfen, wenn ich das Bedürfnis verspüre. Mann, wenn die Entwickler hier wenigstens nicht Münzen eingebaut hätten, dann wäre mir das so scheißegal, weil, ja, da hätte ich auch nicht das Gefühl, ich würde was verpassen. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr was von diesen scheiß Münzen. Die Musik trägt auch gerade nicht dazu bei, dass ich mich jetzt mehr konzentrieren könnte. Das ist zwar eine schöne, so ein bisschen Chill-Dingens, aber... Ja! Ah, danke! Checkpoint! Endlich! Hä, was war das? War das ein Bild? War das wie so ein... kennt man ja bei den Achterbahnen oder so? Wo dann so Bilder geschossen werden, die man am Ende dann kaufen kann. Das wird tatsächlich sowas sein. Lass mich raten, dafür brauche ich die scheiß Münzen. Er wollte mich verarschen. Ich hab gar nicht gesehen, dass... Ja, kein Scheiß, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding. Also wenn ich dafür die Münzen brauche, kriege ich die Krise. Auch wenn die Idee eigentlich ganz nett ist, das muss man ihnen auch lassen. Ah, okay. Puh. Huh. Ja, Tatsache, auf Wiedersehen. Es ist schon sehr charmant. Also, das kann man wirklich nicht bestreiten. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Ach, ich musste nicht mehr zahlen für das Bild. Das ist mir auch neu. Normalerweise muss man doch bezahlen, oder? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Rummel-Fan. War ich früher mal, aber mittlerweile man wird halt auch älter, ne? Was ist das denn? Spooky, spooky. Ja, dann rein in die gute Stube. Nein, warte, Moment mal. Ich hab's mir anders überlegt. Das sieht ja creepy aus. Ich wollte nur gucken, ob's hier... Ich hab so ewig lange keine Kassette mehr gefunden, ne? Soll das eine Art Kathedrale sein? Ja, ne? Hallo?
Hallo? 4219500 3501500 4313200. Ach, hier geht's raus. Aber ich. Ja, hier ist irgendwas versteckt 100 Pro. Oder geht's sogar weiter? Oh. Ja, das Puzzle. Huch, wollte sagen, das krieg ich gerade noch hin, aber. Okay, ich wollte eigentlich jetzt zurückgehen, aber ich mache das jetzt doch noch ganz kurz. Jetzt will ich natürlich auch wissen, was hier passiert. Ja, ich spring doch jetzt nicht hier runter. Also noch nicht. Bin ich bescheuert oder was? Nee, nee, erstmal. Wahrscheinlich hat sich jetzt das Puzzle zwar resettet, aber pff, ist mir egal. Ist ja schnell gemacht. So, jetzt will ich aber trotzdem erstmal hier gucken, ob hier noch irgendwo ein zweiter Ausgang nach links weg geht. Aber ich glaube. Nee. Okay, na gut. Also, mir macht das echt Spaß. Es gibt nicht viel zu tun, also so gameplay-technisch. Man kann halt echt nur springen und. Aber ich mach das echt gerne. Ach, die Karte. Ja, einmal mehr nicht sehr aussagekräftig. Eine Kassette! Also nicht, dass das jetzt was brächte, weil man kann sie ja nicht mal abhören. Fände ich schon cool, wenn da auf diesen Kassetten irgendwie so ein Best-of der 80er... Man könnte ich eh nicht abspielen, weil Copyright und so, aber trotzdem. So für mich persönlich fände ich das cool. Ach nee, es wurde sogar gespeichert. Ja, muss ich aber hier runter, ne? Geronimo! Geronimo? Echo, Echo. Hallo? Achso, ach, ich konnte weiterlaufen. Wer bist du denn? Du bist aber nicht lebendig, du bist nur eine Statue, ne? Okay, ich hab's begriffen, du willst den zweiten Smaragd, wenn es denn einer ist. Ich glaube schon. Ach, hier ist beides versperrt. Okay. Ah, ein paar Särge. Das ist doch praktisch. Ah, haha. Ne, Moment mal. War das vorher auch schon hier? Ach, du Schande. Und. Okay, puh. Alles gut. Schatzkiste, Schatzkiste, Schatzkiste. Huch. Ach so, nee, nichts, Schatz. Okay. Mechanismus. Verstehe. Ich dachte, das wäre eine Kiste gewesen. Ah, okay, jetzt öffnet sich hier eine Tür. Alles klar. Mhm. Okay. Kann ich jetzt irgendwie. Gibt's hier noch irgendwie einen Ausgang? Nee, ne? Nee. Okay. Ah! Wie oft mir das passiert, dass ich Anlauf nehmen möchte? So, das reicht ja schon. So. Und ich dann zurück in den letzten Raum gehe. Aha. Ich dachte, wir dürften nicht nass werden. Okay, anderes Spiel. Das war ein anderes Spiel. Oh. Guten Tag. Ich bin hier eigentlich nur auf der Durchreise. Ich, dürfte ich Sie fragen, warum Sie aussehen wie eine Biene, Wespe und Spinne zugleich? Hat es dafür einen speziellen Grund? Hallo? Ich versuche gerade von der Seite, ob... Wollt ihr das sehen? Ich meine, ist ja auch nicht eindeutig genug mit den Blutflecken da am Boden, ne? Nö, ja. Ja, okay. Man sieht ja nichts in dem Spiel, ist ja auch gut so. Aber okay, wir kommen hier nicht weiter. Schade. Das sah echt ein bisschen aus wie so eine, ja, so Bienenspinne, Wespenspinne. Wie ich... Oh Gott, ich verlaufe mich gerade völlig, ne? What? What? Ja, aber. Ja, ich glaube, in dem Raum bin ich falsch. Alter. Ich wusste gar nicht, dass hier ist verschlossen, ne? Schade. Also von Gegnern oder so war ja nicht die Rede. Hm. Naja.
Ach, da verläuft er sich mal wieder. Wunderbar. So, ist übrigens auch der letzte Part jetzt, den ich aufnehme heute. Ach, hier ist irgendwas. Schatzkiste, Schatzkiste, Schatzkiste. Ah, okay. Ach, das ist gar nichts. Ich dachte, das wäre... Ah, verstehe. Okay. Wobei. So, besser. Geschrumpft worden, ja. Ja, so tough bist du gar nicht, ne? Wenn du plötzlich nur noch ein Fünftel deiner selbst bist. Ja, sehr schön. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ach so. Okay. Aha. Moment mal. Ach, scheiße, ich komme jetzt hier gar nicht mehr hoch. Doch, von der Kiste komme ich aufs Seil, ne? Aufs Seil vor allem. Auf die Kette. Ja, aber ich kann nicht... Kann ich nicht hochklettern? Oder ist das invertiert? Ich kann im Grunde nicht hochklettern. Hui! Hui! Aber muss ich offenbar auch nicht. So. Und... Hopp. Alles klar. Okay. Darf ich da ins Wasser? Hä? Jetzt plötzlich kann ich schwimmen? Wollt ihr mich verarschen? Hier im ersten Level, beziehungsweise da am Anfang, durfte ich nicht mal nasse Füße kriegen und bin schon... Oder war das giftiges Wasser? Nee. Wisst ihr noch, da wo die Kugel und so war? Ja, okay, das sah ein bisschen violett aus, das Wasser, aber trotzdem. Als ich noch meinte, ja, na, es ist allgemein bekannt, dass Magier und Zauberer nicht schwimmen können. Ja. Wunderbar. Aber wie... Wie tauche ich denn? Das hätte ich jetzt gerne mal... So. Ach, das ist... Ach, da kann ich... Oh, das sinkt aber auch rapide ab. Aber das sind so Luftlöcher, ne? Ja, ja, okay. Nein, 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 nein. Okay, ich muss mich echt nur fallen lassen. Wusste ich nicht. Mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach, 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 mach. Ey, wo war denn das jetzt? Ach, ja, ja, ich erinnere mich. Ha. Ach, gnädigerweise wurde auch der Sauerstoff zurückgesetzt. Dankeschön. Okay. Ja, wir können schwimmen. So, genau, die Tür hat sich geöffnet. Aber ich finde das echt sehr übersichtlich und es ist bislang nicht extrem irritierend oder verwirrend. Gefällt mir. Ist genau richtig für mich. Ah, okay. So, was passiert jetzt? Ah, okay. Alles klar. Ja, und jetzt müsste ich ja auch zurück können. Also, was heißt zurück? Jetzt müsste ich hier auch die zweite Kette erreichen. Kann ich von Kette zu Kette springen? Will ich doch stark hoffen. Ja. Okay, und jetzt... Weil ich kam ja von links, oder? Da stand ich. Ich glaube, in die Tür muss ich rein. Ich hoffe es zumindest. Okay, der Raum kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Oh, Kassette. Oh, und Spinneneier, oder? Ja, wunderbar. Und da auch an der Wand. Ha, Spinnen. Super. Solange sie wegbleiben. okay. Aha. Ah, nee, 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 komm, komm, runter. Ach, das reicht schon, okay. Aber wo muss ich denn jetzt... Das ist jetzt so eine Kamerasache. Kann ich da oben... Nee, aber das schließt mit der Wand ab, oder? Ja. Also da komme ich nicht. Alles klar, okay.
Also wirklich schneller schwimmen kann ich aber auch nicht, ne? Lauf, lauf! Okay, aber hier kann ich jetzt raus. Ach, und da ist wieder ein Mechanismus. Wait, what? Ja, komm schon. Ach so, ich... Ja, muss ich jetzt... Ach, kann ich die Kisten schieben? Kann ich die jetzt... Kann ich die aufeinander stellen? Ach nee, ich komme mit einer hoch. Na gut. Hat sich erledigt. Ich dachte, ich müsste die aufeinander packen. Wo war das denn jetzt nochmal? Ja, das war nicht so weit weg, glaube ich. Na komm. Sink. Komm, komm, komm. Puh. Das war gar nicht mal so unknapp. Ah, ich muss erst absinken, bevor ich weiter kann. Das ist natürlich auch gemein. So, aber jetzt steige ich hier mal. Genau, so. Okay, jetzt hier runter. Was ist eigentlich unser primäres Ziel? Ach, den Smaragden zu finden, oder? So, hier kann ich doch sicher... Okay. Der Fleck hier gefällt mir gar nicht. Boah, das ist... Ey. Man kommt ja kaum noch raus wieder. Voll gemein. Aber okay. Okay, hier ist verschlossen. Ich dachte, ich könnte hier von Dingens zu Dingens hüpfen, aber komm doch nicht mal hoch. Na gut. Das sieht ja auch ein bisschen creepy aus. Da vorne leuchtet zwar was, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nichts Gutes. Doch, ist es. Was ist denn das? Oh, ist das ein Zauberstab? Kann ich jetzt Spinnen brutzeln? Now I have a weapon. Auch dieser Badass-Ausdruck. Man sieht zwar die Augen nicht mal, aber so. Ja, jetzt, ne? Wobei, keine Ahnung, vielleicht ist es gar keine Waffe. Ja, cool. Aber... Ich drücke und drücke, aber... Ja, ich drücke und drücke, ne? Wie setze ich dich jetzt ein? Brauche ich da noch was für? Also ich kann trotzdem nur springen, habe ich das Gefühl. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht die X-Taste oder so irgendwie... Kann ich das nur in Räumen mit Gegnern machen, aber... Aber das sorgt ja nur dafür, dass ich... Weil ich habe das Gefühl, dass sie jetzt zumindest wegbleiben, wenn ich mich nicht zu nahe... Aber... Was macht das für einen Sinn? Also was wäre das für ein Zauberstab, mit dem ich nicht... Ja, aber die bleiben jetzt echt weg, wenn man... ja, wenn man nicht... Ich glaube... Ein bisschen was bringt es dann doch. Ja, hatte ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber hey. Passt schon. Noch sagen, wo bin ich? Ach, da leuchtet aber schon wieder was, ne? Ist das eine Lampe?
Ach, oder muss ich den Zauberstab erst, muss der erst aufgeladen werden? B? Huh, nein! Ah, Moment! Ich hab mein Mikrofon geschrottet. Tut mir leid. Also was heißt geschrottet, aber... Ich hab dagegen geschlagen, das habt ihr sicher auch gehört. Und ich vergesse wahrscheinlich, das rauszuschneiden. Ungefähr bei Minute 25. Oh Gott, ich wollte ja schon lange Schluss machen. So. Hallo? Hallo? Testaufnahme? Testaufnahme! Okay, funktioniert. Sollte. Moment, das heißt, ich kann im Grunde nur Licht machen, oder was? Ach, das ist aber eine konstante Anzeige. Wie fülle ich denn das wieder auf? Also, echt nur dafür? Hä? Ach. Ah, okay. Die habe ich vorher nicht gesehen. Ah, okay. Ja, okay, ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwie sowas wie einen Kettenblitz, um die halt zu rösten, aber so funktioniert es natürlich auch. Bisschen unspektakulär, aber mein Gott. Ah, die fürchten sich echt vor dem Zeugs. Das ist ja cool. Wieder Glühwürmchen sammeln. Super. Aber was mache ich jetzt damit? Das frage ich mich gerade. Wo war denn noch eine Spinne? Oder wo waren denn... Nee. Hier habe ich ja den Zauberstab her. Wo... Also ich weiß, die Eier waren da noch irgendwo. Muss ich die vielleicht zerstören, dass es weitergeht? Was heißt zerstören? Ich kann ja... Im Endeffekt... Ja, hier war ich aber noch nicht, ne? Wieso ist denn... Doch, hier war ich doch... Aber warum ist jetzt hier Wasser? Nee, das ist ein anderer Raum, ne? Das ist gerade... Gar nicht genau, ehrlich gesagt. Nein! Oh Gott! Bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Oh. Also das ist echt nicht so einfach hier, weil man nichts drehen kann. Das heißt, man muss schon eher so ein bisschen auf Verdacht springen, wo halt die Kette sich dann tatsächlich befindet. So, was machst du denn jetzt? Ach, das ist alles. Uff. Ich dachte schon wieder, ich wäre daneben gesprungen. Bin ich Gott sei Dank nicht. Bring it on! Ach, das ist das... Mit dem Verkleid... Nö, das ist nicht nur verkleidern, das ist, um die Ecke bringen. Finde ich gut. Ich wollte ja eigentlich Schluss machen, aber ich muss jetzt hier eigentlich schon noch weiterspielen. Kommen die auch wieder zurück oder bleiben die dann vor... Nee, die bleiben weg, ne? Okay. Haut ab. Geht alle weg. Achso, hier sind Glühbirnen. Ich dachte, hier wäre noch eine Spinne. War aber nichts. Ah, hier ist nichts. Schade. Da vorne blinkert irgendwas, aber ich glaube, das sind auch wieder Glühbirnchen. Wenn es denn Glühbirnchen sind, aber was soll es sonst sein, ehrlich gesagt? Okay, hier ist Dead End. Dann kann es ja eigentlich nur hier weitergehen. Die Glühwürmchen brauche ich jetzt noch nicht. Hier sind auch welche. Ich würde sagen, das Labyrinth hier mache ich noch. Also, ja, Labyrinth. So halb, ne? So, mal lieber Licht anmachen. Hier um die Ecke sehe ich nämlich nichts. Nicht, dass hier auch irgendwelche Spinnen rumlungern würden. Man kann nicht vorsichtig genug sein. So. Dann sammle ich euch auch noch ein und hier geht's raus. Sehr gut. Und dann mache ich mal einen Cut. 25 Minuten. Irgendwo war dann dieser Schlag gegen das Mikrofon. Dieser enthusiastische. Ja, und Spiel, könntest du mir erklären, was ich jetzt hier eingesammelt habe? Muss ich jetzt echt den ganzen Weg zurück? Ja, dann müsst ihr doch noch kurz mit dabei bleiben.
Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ach, hier geht's weiter, oder? Hm. Das ist ja merkwürdig. Ah, die respawnen sogar wieder. Und was ist das? Sind das Fliegen oder sind das gar keine Glühwürmchen? Was sind denn das für Dinger? Sind das Bienen? Na, Bienen leuchten ja nicht. Also es wäre mir zumindest neu. Aber was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Also wenn ich einen Kritikpunkt an dem Spiel hegen dürfte, so ein bisschen, dann dass es mir teilweise nicht klar ersichtlich sagt, was Sache ist. Das war eine grüne Kugel, aber wofür und weshalb und überhaupt? Ich meine, was hatte das ganze Labyrinth für einen Sinn jetzt hier? Oder habe ich irgendeinen Ausgang übersehen? Das könnte natürlich auch sein. Hm. Ach! Das Grüne... Ich Vollidiot! Das Grüne war wahrscheinlich das Markt. Das könnte wohl sein, ne? Also ihr könnt aufhören... ihr könnt aufhören, euch zu facepalmen. Ich hab's begriffen. Glaube ich. Weißt du was, dann gehe ich zumindest schon nochmal zurück und... Naja, aber da habe ich ja auch das nächste Problem. Wo ist zurück? Wo ist zurück? Das ist ja 1000 Räume her, als wüsste ich noch, wo das war. Na komm, schnapp nochmal Luft. So. Oh, much better. Okay. Aber da ich hier in... Oder hätte... Oh Gott, sag mir nicht, es hätte das einen Ausgang im Labyrinth gegeben. Vielleicht komme ich hier gar nicht mehr zurück. Das wäre nämlich auch möglich. Das wäre suboptimal. Das wäre ganz, ganz suboptimal. Ja, Tatsache muss das sein, ne? Weil hier ging es ja jetzt nicht mehr weiter. Da war ja nur... Scheiße. Scheiße. Ja, wisst ihr was, meine Lieben? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Andererseits ist es halt auch für euch zeitsparend. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Ich denke, ich werde jetzt hier mal einen Cut machen. Allerdings erst dann im Trockenen wieder. Nicht hier, während ich gerade am Absaufen bin. Das wäre jetzt vielleicht eher... ja, suboptimal, ne? Weil wie gesagt, hier kann ich ja nicht mehr lang, ne? Ja, jetzt habe ich versucht, da außen vorbei zu strafen, aber das ändert ja nichts, ne? Okay, dann, wie gesagt, gehe ich jetzt noch kurz zurück aufs Festland. Ja, da muss aber irgendwo auch ein Ausgang im Labyrinth gewesen sein oder irgendein Cutback. Also irgend so ein Weg zurück. So. Okay. Alles klar. Nee, wobei, Moment mal. Jetzt bin ich irritiert. Nee. Hier bin ich ja... Genau, hier geht's zu dem Labyrinth. Aber was war denn... Nee, da habe ich nur den Zauberstab gefunden und die Lampe, oder? Da war jetzt nicht irgendwo noch ein Weg zurück. Gott, 35 Minuten. Tut mir leid. Hier wollte ich gucken, ob hier vielleicht doch irgendwo ein Weg zurück war. Nö. Nicht wirklich. Wo waren denn auch die Eier, wo ich die Kassette gefunden habe? Wo war denn das? Meine Güte, ey. Ich sollte ein bisschen mehr die Karte lesen. Das bringt mir nichts. Hier habe ich ja nur die Lampe gefunden, oder? Damit kann ich die... Warum kann ich den nochmal... Ach, damit... Ach, ja. Da kommt oben die Reihe raus, damit ich... Ja. Nee, schon gut. Die brauche ich ja nicht mehr. Ich habe die Spinnen ja, verjagt. Ja, und hier müsste jetzt die Lampe gewesen sein, oder? Nee, gar nicht.
Oh Leute, ich bin so irritiert. Ja, dann war es hier. Ja, hier war die Lampe, aber hier war auch kein Weg mehr, ne? Ja, aber dann muss ich ja theoretisch zurück dann ins Labyrinth. Dann muss da ja irgendwo ein Weg raus sein. Also zurück zu dieser Statue mit dem einen Smaragd. Weil da muss ich ja ursprünglich, oder da soll ich ja grundsätzlich wieder hin. Gehe ich mal von aus. Okay, aber wie gesagt, meine Lieben, ich würde sagen, nachdem ich jetzt minutenlang herumgeirrt bin und hier auch gerade abgespeichert wurde, mache ich hier mal Schluss. Vielleicht hänge ich jetzt doch noch einen Part dran an die Aufnahme, ich weiß es nicht. Mal gucken. Allerdings, das werdet ihr nicht... Also ich werde jetzt beim nächsten Mal, wenn ich dann aufnehme, stehe ich schon vor dieser Statue mit dem Smaragd. Ja, das mache ich jetzt nicht, weil ich irgendwie was rauscutten möchte oder so, aber für euch ist das ja auch lästig, wenn ich jetzt hier vielleicht noch 10 Minuten... Beziehungsweise nein, ich werde natürlich den Weg im Labyrinth suchen und dann, wenn ich ihn gefunden habe, werde ich euch da wieder dazuschalten. So, ne, damit ihr seht, wo es rausging. Wahrscheinlich habt ihr es sogar schon gesehen und schreit gerade den Bildschirm an. Würde mich nicht wundern. Okay, also dann, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Übrigens, lieben Gruß an alle oder an alle jene, die ein bisschen an Arachnophobie leiden. Sicher ein perfektes Spiel für. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao.